Hallo und herzlich willkommen zurück zu Barojox Spiel Dark Souls 3. Wir sind bei einer blinden Eulen gelandet und werden dort jetzt eine Asche abgeben, die Dream Chasers Ash. Oder auch nicht. Hatte ich das letztes Mal gezeigt? Hier. Ich weiß gar nicht. Das ist nämlich ganz lustig. Wenn man sieht in der Asche, ach so, ja, dass es die Pendant in der Hand hat. Genau. Und dann Dream Chaser ist natürlich dann auch sehr klar, von wegen, da hat jemand einen Traum und will den einfach. This barren dust stuff of a fool won't yield aught. Where didst thou happen upon the stuff? Tell me for the sport. Jetzt können wir ja halt sagen, wo wir sie gefunden haben. Clinging to lofty dreams in this dying world, more's the pity. It must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree? Er ist natürlich jetzt schon so ein Slap in the Face eigentlich. Von wegen so, hi Idioten, ihr seid auf unseren Trick damals reingefallen. Aber es ist ein ganz netter Gag eigentlich. Auch interessant, dass hinter ihr die ganze Zeit Grabsteine sind, ne? Ja, ist mir jetzt auch gerade erst eingefallen. Ach ne, die sind überall. Okay. Generell nicht überall. Okay. Ja. Auf in den Sumpf. Auf in den Sumpf. Moment. Denn... nochmal refreshen. Kurz mal nochmal refreshen. Darf ich mir einen von deinen Schokoladen-Landriegeln nehmen, die hier direkt vor mir präsentiert sind? Natürlich. Sehr gut, danke. Ich starre nämlich die ganze Zeit schon da drauf und denke so, nee, eigentlich habe ich ja keinen Bock drauf. Ne? Memo, aber Memo an mich, nächstes Mal als Verstecken. Ja, das muss man generell mal machen, weil ich bin da ganz, ganz fürchterlich. Auch wenn ich hungrig bin und einkaufen gehe, ist ganz fürchterlich. Dann so, mal rein. Denn dadurch haben wir sie getriggert. Durch die Umbral Ash, oder? That you are most gentle of heart. I too am bound by duty, but can offer you my sign. I hear that cordial intrusion lays the path to embers. If I can be of help, by all means, do call upon me. Blessing of the moon upon your journey. Ja. If you should have blessing of the moon. Genau. Und sie ist? Sie ist, wie heißt sie denn noch? Diese, die Sonnenlass, Siri. Ist das nicht Siri? Siri, irgendwie so. Hast du nicht ihre Rüstung im Inventar? Ja, das ist, ja, wir müssen halt noch die ihre Quests weiterlaufen lassen. Mhm. Denn wir haben sie getriggert, indem wir da die Dreamcatcher Ash abgegeben haben. Ich meine, er kriegt sogar, wenn man ihr, wir haben halt, und ihr halt gesagt hat, wo wir die gefunden haben. Das ist ja eine, ist auch ein netter Dialog, wo halt gesagt wird, hier, wo die fragt dann so, oh, was für eine komische Asche. Mhm. Und was für ein Idiot, der die ganze Zeit nach diesem, und dem Sinn gesucht hat. Genau, und dann, wo wir dann halt ihr gesagt haben, ja, wir haben die hinter so einer versteckten Wand halt gefunden, war es ihr dann klar, und da musste sie auch schmunzeln und sagen, ja, hier. Wobei es auch in, Kreisen der Dark Souls-Spieler hat das auch wieder zur Verwirrung gestiftet, und es sind anscheinend paar Dreamcatcher wieder losgelaufen. In Dark Souls 1 oder was? Ja. Die sich da, wo wieder Gerüchte, Küche, ich hab's gefunden. halt hochgegangen ist, weil, ja, weil es ja halt hinter eine Hidden Wall halt versteckt worden ja, ist. Ja, gut, aber jetzt mal ganz im Ernst. Er glaubt nicht, dass, also gerade zur heutigen Zeit ist halt, wenn's jetzt noch nicht gefunden wurde, dann ja, wird's wahrscheinlich auch keiner mehr finden. Also ich meine, das Einzige, was man jetzt noch bei solchen Spielen findet, ist irgendwelche Speedrunner-Bugs, so wie bei Super Mario World, was letztens gefunden wurde, wo du es dann innerhalb von 2 Minuten oder so beenden konntest, weil du quasi dadurch, dass irgendwie, wenn du auf Yoshi bist, ein Item verbrennst, was zu einer Münze wird, du das mit Yoshi in die Zunge aufnimmst, vom Yoshi runterspringst und dadurch quasi in deinem Item-Slot oben wird dann ein Fragment angezeigt, also kein Item mehr, weil es kein Item mehr gesagt wird, und dann
Wenn du danach dich irgendwie komisch bewegst oder sowas, kannst du direkt die Credits dazu bringen, quasi einfach noch zu rollen. Und somit kannst du das Spiel innerhalb von wenigen Minuten direkt durchspielen und direkt im ersten Level quasi Yoshi bekommen, weiterrennen, diesen Trick machen und dann Credits roll. Und das ist halt einfach so. Also solche Sachen werden dann wahrscheinlich eher so ein paar Jahre nach dem Spiel dann erst entdeckt, wenn man sich halt dann um die Mechanik quasi dreht. Aber ich glaube, in Dark Souls 1 gibt es, glaube ich, kein Geheimnis mehr mit dem Pendant irgendwie zu holen. Ja, auf jeden Fall kriegst du da, ich meine, man kriegt dann dadurch die, Moment, nicht, das nicht, den Dark Moon, ich glaube die Dark Moon, ja, den Salut oder was? Auf jeden Fall irgendwas, nee, egal, lassen wir jetzt. Egal, auf jeden Fall ein Emoticon vielleicht. Und sie wird da, dadurch wird halt sie getriggert, dass sie halt wieder auftaucht bei uns im Schrein. Mhm. Und jetzt freundlicher zu uns ist, weil letztes Mal war sie ja ein bisschen, ja, da wollte sie noch nicht so viel mit uns zu tun haben. Weil ja. Sie, ja. Hier sind auch wieder diese komischen Krähenviecher. Ja. Diese Cross. Oh je, je. Der hat dich auch voll erwischt. So. Die haben auch irgendeine Connection mit Crossbreed Priscilla aus Dark Souls 1, beziehungsweise mit dem Crossbreed aus diesem Universum. Aber wie genau, müsste man nochmal irgendwie nachgucken. Übrigens, Vati Vidya, unser Lieblings-Dark Souls-YouTuber, hat ein neues Video rausgebracht zur Lore hinter den Leuten aus Londor. Also auch zum Beispiel Yuria und Yor. Und hat er quasi das noch ein bisschen weiter erklärt, dass oder hat er eine Verbindung aufgemacht zwischen den Londo-Leuten und Velka, die, wo du ja quasi da auch dein Hollow-State zurücksetzen kannst an dieser Statue von Velka. Und da, also ich hab mir das leider nur einmal angeguckt, deswegen habe ich nicht alles komplett gerafft. Das ist ja auch immer, diese Lore-Videos sind ja auch immer mordsmäßig kompliziert. Und lang. Und sehr lang auch noch. Und dann muss er und halt auf Englisch. Ja gut, das kommt auch noch dazu. Ach, hier haben wir übrigens eine sehr interessante Konfrontation, wo die Dark Wraith ja, gegen diese Naturviecher antreten. Genau. Wo ich immer gedacht habe, okay, dazu gibt es wahrscheinlich auch noch ausgeklügelte Lore-Sachen. Aber ich habe mir das quasi immer so erklärt, weil die Abyss-Watcher watchen ja das Abyss, also überwachen den Abgrund. Und die Dark Wraith entstammen ja aus dem Abgrund, weswegen die ja einen Grund haben, in diese Richtung zu marschieren und sich versuchen da durchzukämpfen, um halt die Abyss-Watcher zu töten. Oder zumindest zu attackieren. Und das ist zumindest die Theorie, die ich mir jetzt so beim Spielen überlegt habe. Wie gesagt, das gibt's alles noch viel, viel genauer irgendwie im Online und im Internet. Aber wie gesagt, man hat ja trotzdem, man kommt ja eigentlich nicht drum rum, sich beim Spielen zu fragen, was das alles soll und wo da überhaupt die Verbindung zu allem anderen liegt. Und das ist halt auch immer so, was halt bei Dark Souls auch bei mir macht, immer diese Stories quasi selbst nochmal zu machen. Und da haben wir wieder einen Crystal Lizard, wo ich jetzt das sehe, der hat ja 6 Arme. Ja. Ist dir das schon vorher aufgefallen? Nee. Oder ist das jetzt nur so eine Eigenart von dem Typen hier? Glaub nicht, also hier, die sehen alle so aus. Ah, okay. Nee, auch so. Komisch, wenn gerade der irgendwie noch mal ein paar Ärmchen mehr hat. Und was haben wir hier? Great Magic Weapon Buff. Nice. Und hier kommen wir wieder da hinten. Genau. Okay. Zum Road of Sacrifice. Wir haben ihn doch schon wieder getriggert. Naja, diese komischen Kreuzsichten. Ja. Die sind auch sehr unangenehm zu bekämpfen. Die können auch direkt aus Bloodborne eigentlich kommen. Ist der Dark Ray und Dark Black Knight. Genau. Genau, da sind wir wieder beim Road of Sacrifice. Aber da wollen wir nicht hin, da waren wir ja schon längst und... Genau, aber wenn man halt hier noch quasi zurückgehen möchte, kann man das hier machen. Und man kann hier auch den Black Knight farmen, wenn man die Geduld eines Heiligen hat. Und tatsächlich den Weg habe ich, glaube ich, auch noch nicht so wirklich entdeckt bei mir. Ja, ich habe den am Anfang auch nicht richtig entdeckt. Denn, Atonement, okay. Ich habe hier irgendwo geschafft, ich glaube da vorne, bin ich die ganze Zeit über die Steine geklitscht, bis ich dann mal hier hochgekommen bin. Ah. Oder von da, auch von irgendeiner Seite bin ich die ganze Zeit rumgesprungen, bis ich es dann wirklich geschafft habe, hier hoch
zu kommen. Aber ich glaube, von dem Punkt lohnt es sich, genau, zu Homeward Bone. Wieso denn Firelink Shrine? Ah, hast du Firelink Shrine genommen? Ja, ich war wieder schneller, als ich im Denken bin. Aber naja, egal. Die zwei Ladezeiten schneiden wir halt kurz raus. Nee, ach, wir labern ja trotzdem drüber. Ja. Also von daher, die Ladezeiten sind jetzt auch nicht so dermaßen lang, von daher. Haben wir noch irgendwas? Ne, wir hatten das Pendant, wir haben über Siri gelabert. Genau, da müssen wir hin. Sonst noch irgendwas? Ne, eigentlich können wir jetzt ganz normal weitermachen. Ja, genau. Kurz noch gesagt, falls ihr die Sache noch mit Joel noch nicht fertig gemacht habt, also die fünf Dark Sigils zu sammeln, dann sollt ihr jetzt das spätestens machen, denn nach dem Abyss Watcher stirbt er von sich aus. Ah, okay. An Altersschwäche. Ja, an Altersschwäche. Und wir haben hier, sehen wir auch noch jemanden netten. Ist es ein PvP? Ist es ein... Ah, nee. Pale Shade, okay. Das ist ein besonderer. Was? Der auch nur erscheint, wenn wir freundlich gesinnt sind zu der Yuria auf Londor. Mhm. Und was bringt das denn jetzt zu beschwören? Das macht den Kampf nur leichter, oder? Ja. Achso, ich dachte, er hätte jetzt auch noch irgendeinen anderen Grund da zu sein. Er ist einfach, das ist halt ein normaler NPC, das ist... Ja, okay. Aber ich dachte, wenn man den jetzt mitnimmt und der einem hilft, dadurch triggert man wieder was in der Story später oder so. Nee, das nicht. Es gibt, glaube ich, der nur... Der Grund, warum du jetzt nochmal zurückgehst, ist übrigens, damit die Dark Wraiths Zeit haben, da von sich aus schon mal anzugreifen. Ja, aber ich habe vergessen, dass die Welt... die Welt ist ja nicht unendlich, also die wird ja bis in einer gewissen Range nur gebuffert. Ja. Und die sind halt nicht viel weiter gekommen. Man kann das, also ich habe mir das gemerkt, bis da vorne ungefähr, wo der letzte von den Typen steht, bis ungefähr da, so die Distanz hier auf der PlayStation 4, ist die, im PC, beim PC ist das, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Ja. Liegt einfach an den Ressourcen, die der PC halt mehr halt zur Verfügung hat. Also auch wie gesagt, was du hier auch gerade machst, das ist auch generell zu raten, wenn ihr noch nicht so gut in dem Spiel seid, dann könnt ihr einfach die Dark Wraith da ein bisschen aufräumen lassen. Habt dann allerdings, im schlimmsten Fall habt ihr dann nachher noch zwei Dark Wraith übrig, im besten Fall hat es nur einer geschafft und der ist dann auch schon ordentlich angehauen. Von daher lasst ruhig die ein bisschen der Arbeit machen. Geht cool. Euch zurück, nehmt euch eine Limonade. Das Coole ist auch, man kann hier einfach Level farmen. Also wenn man noch ein bisschen Souls braucht für Levels, kann man hier die auch einfach machen lassen. Das Lustige ist dabei noch, die Sache ist, die Dark Wraiths, also ich habe da schon zig Variationen gefunden, was passiert. Entweder werden die sofort kalt gemacht und du musst alles, also die anderen Gegner musst du selber besiegen, dann haben die auch mal alles kalt gemacht, dann halt einer nur und ich glaube, es ist so fertig. An zig unterschiedlichen Stellen, das liegt halt immer daran, wie werden die, ob die vergiftet, also die können auch vergiftet werden, wie gut hitten die und das ist halt total lustig, weil es kann halt immer irgendwas anderes geschehen und es ist halt so ein bisschen wie, wenn ihr, wenn man früher einfach mal bei einem Kampfspiel zwei Computer gegeneinander antreten lässt und dann einfach mal gucken, was passiert. Wer ist denn jetzt eigentlich der Stärkere von beiden? Ja, mal gucken. Oder FIFA, bei FIFA kannst du... Bei FIFA, ich habe es früher bei Wrestling-Spielen immer gemacht. So einfach mal Royal Rumble gestartet als NPC-Charaktere. wobei das ist doppelt gemoppelt. NPC, Non-Player-Character-Charaktere. Also Non-Player-Characters. Ja. Go for it. Ist jetzt nur noch quasi... Der eine, ach, den kannst du eben umpusten, also. Ja, eben umpusten. Man muss ein bisschen aufpassen. Und die droppen auch ganz nette Ausrüstung. Zum einen halt wirklich die Dark Wraith Armor und auch das Dark Sword. Hört ihr das? Ja. Was passiert denn da? Sind es etwa klingende Klingen, die gegeneinander klangen? Ja. Da hört man etwas, was einen beunruhigen sollte. Ja, was eigentlich die Leute da drin beunruhigen sollte.
Weil sie sind da drin einfach gefangen. Jetzt bist du auch wirklich in jeden Schlag von dem reingerannt. Warte mal, den krieg ich auch noch mit. Natürlich, krieg ich alle mit. Alle Schläge hast du reinbekommen. So, wir sammeln jetzt noch eben alles. Das letzte Item und dann können wir uns dem ersten der Lords, die man bekämpfen muss, auch direkt widmen, die sich, wie ihr könnt es euch schon denken, hinter dem Tor befinden. Aber vorher hauen wir noch hier Giftkotzer auf eine rein. Ja. Perfekt. Alles klar. In dem Sinne, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.